Zeitformen ins Deutsche. Präsens. Es gibt zwei Verben, schwache und starke. Starten wir mit den schwachen Verben. Sie sind malen, bummeln, tanzen, lernen, arbeiten, leben, heißen, rufen, besuchen, reisen, zeichnen, informieren, sitzen, gehen, studieren, baden, wohnen und leben. Und also kommen ist stark, aber konjugier bitte schön als schwach. Nimm bitte schön Stamm studier und schreib solche Endungen. Ich studiere, du studierst, sie studiert, wir studieren, ihr studiert, sie und sie studieren. Wir benutzen st, t, en, t, en. Lesen wir die Gruppe. Zeichnen, arbeiten, antworten, reisen, sitzen, heißen, baden. Der Verbstamm endet mit CHN, T, der, DM, TM, GN, FFN, S, S, TC, SZ. Schreib bitte schon R bevor die Endung. Zum Beispiel arbeiten, Arbeit. Ich arbeite. Du arbeitest. Nachte, bevor este. Sie es arbeitet. Nachte, bevor te. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Nachte, bevor te. Sie und sie arbeiten. So, wir benutzen est, et, en, et, en. Noch ein Moment. Mit Verben reisen, sitzen, heißen und andere. Der Verbstamm endet mit s, doppel s, tz, sz. Die Formen du, sie, es und ihr sind dasselbe. Zum Beispiel reisen, ich reise, du reist, sie, es reist. Wir reisen, ihr reist, sie und sie reisen, du, sie, es, ihr reist. Heute konjugieren wir schwache Verben. Für ich, für du, este, für sie, es, te, für wir, ne, für ihr, te, für sie, en. Wenn der Verbstamm endet mit chn, t, d, dm, tm, gn, FFN, s, s, tc, sz, plus plus unsere Endungen. Findest du das Video interessant? Bitte schön like und subscribe. Bis bald!